Jemand hat das Gas nicht abgedreht. So passieren Unfälle. Bitte zieht den Vorhang zu, wenn ihr auf den Topf müsst. Sie meinen das? Oh mein Gott! Den Topf fasse ich nie wieder an. Hier geht es zu einer Wendeltreppe. Ich gehe nicht nach oben, bevor nicht diese blöde Möwe verschwunden ist. Was denn für eine Möwe? Mädel. Diese Bibel sieht ziemlich alt aus. Dieser Staub hat sich bestimmt über Jahrzehnte... Die Bibel ist am Pult festgekettet und mit einem Schloss festgemacht. Kann man das diese beiden irgendwie... Sachen... Okay, kann man nicht miteinander benutzen. Das war ja schon irgendwie klar. Sieht aus wie eine Art Luftschacht. Doof. Diese Leute hier auf der Insel scheinen Truhen zu mögen. Sie geht nicht auf. Ja, aber was können wir denn jetzt machen, ey? Wir brauchen Hilfe. Wenn wir doch nochmal zum Percy gehen und dem das sagen. Boah, ist das kacke. Nee, rennen. Rennen bitte. So, auf zum Marktplatz. Gucken, vielleicht können wir ja doch nochmal mit Percy reden. Schauen wir mal. Hallo Percy, können Sie mir etwas über die Bäume auf der Insel erzählen? Darin bin ich leider kein Experte. Oh, ich dachte, weil Sie Gärtner sind. Tja, also, wenn du etwas über Blumen wissen wolltest, da könnte ich dir helfen. Ist ja mein Spezialgebiet. Tja, es ist leider dieser Javier. Gibt es denn jemanden auf der Insel, der Experte für Bäume ist? Der Einzige, der mir dafür einfällt, ist dieser Javier, dieser Gelehrte. Sonst sage ich ja immer, der ist so nützlich wie ein Kochtopf aus Schokolade, aber vielleicht hat er ja ein Buch über Bäume. Danke, wo wohnt er denn? Immer die Küste entlang. Das ist doch Juans Haus. Das direkt davor. Tja, und den haben wir natürlich vergrault. Ist natürlich alles ein bisschen doof jetzt. Percy hat keine Ahnung von Bäumen. Den Javier haben wir vergrault. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen können, liebe Leute. Wir haben diesen Javier nämlich vergrault. Der hilft uns nicht. Der wird uns nicht mehr helfen. Ich meine, wir können es nochmal versuchen. Ich meine, was bleibt uns anderes übrig? Was bleibt uns anderes übrig? Gehen wir nochmal zum Kloster. Entschuldigt. Weiß nicht, kommen wir hier in diese Scheune rein? Sommer draußen auf dem Land, eine einsame Scheune und eine sexy Blondine. Hört sich an wie ein Trailer für The Simpler Life. Nee, hier kommen wir leider nicht rein. Aber gehen wir mal noch ins Haus. Ey, dieser blöde Javier, der soll uns jetzt helfen, ne? Das gibt es doch nicht.
Aber wir haben jetzt hier alles, Hier geht es zu einer Wendeltreppe. Ja, außer hier. Ich gehe nicht nach oben, bevor nicht diese blöde Möwe verschwunden ist. Aber wie willst du denn jetzt eine Möwe verjagen? Nö. Tja. Bitte helf uns. Ich bin hierher gekommen, weil ich... Da habt ihr Leid, schert euch weg. Gott, falsche Taste gedrückt. Ich kann mal hier mit dieser Truhe irgendwas machen. Noch eine Truhe. Sie geht nicht auf. Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Da lasse ich mir was einfallen, wie wir Juan dazu bekommen, dass er uns doch irgendwie hilft. Denn wir sind ja auf seine Hilfe angewiesen, weil wir ja wissen müssen, ob die kleinen Bäumchen auf der Lichtung ausgewachsen sind oder nicht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play So Blonde. Bis dahin, tschüss. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play So Blonde. So, ich musste gerade nochmal die Lautstärke einstellen. So, ja. Javier will ja mit uns nicht reden. Das weiß ich auch noch. Und hier auf diesem Durchgang kommt man, glaube ich... Hier geht es zu einer Wendeltreppe. Ich gehe nicht nach oben, bevor nicht diese blöde Möwe verschwunden ist. Nur wie kann man eine Möwe weglocken? Das ist die Frage. Wie kann man... kommen wir wieder raus. Von innen, glaube ich, können wir diese Möwe gar nicht. Da ist die. Hier ist die Möwe. Gucken wir mal, vielleicht sagt Blondie hier irgendwas, wie wir die loswerden. Diese dämliche Möwe folgt mir überall hin. Rieche ich etwa nach Fisch oder was? Fisch! Habe ich nicht. Woher? Wir können die höchstens mit irgendwas beschmeißen. Wie bitte? Lol. Autsch, das hat wehgetan. Hä? Du hast doch gar nicht, dich selber getroffen, sondern die Möwe. Aber es ist geil, dass wir das mit Kies machen mussten. Ja, auf jeden Fall. Hier geht die Wendeltreppe nach oben. Und das macht ihr jetzt auch, weil die Möwe ist ja jetzt weg. Von hier oben hat man eine tolle Aussicht. Na, dann wollen wir das doch mal benutzen. Sieht aus wie ein Behelfsobservatorium. Sieht aus wie ein... Das Fernrohr ist auf das Rathaus gerichtet. Genau in das Zimmer hinein, in dem Miss Brown arbeitet. Javier spioniert sie aus. Aha. Mein lieber Herr. Ich glaube, wir müssen mal mit dir ein ernstes Wörtchen reden. Hey, Javier. Warum spionieren Sie denn Miss Brown nach? Ich spioniere ihr nicht nach. Na, dann werde ich mal Miss Brown fragen, was sie dazu zu sagen hat. Was meinen Sie? Nichts auf der Welt könnte mir größeres Vergnügen bereiten, als einer so charmanten jungen Dame wie euch zu helfen. Erzählt nur bitte niemandem von dem Fernrohr. Abgemacht. Was ist das für eine alte Holzmaschine da draußen? Ich glaubte, ich könne eine Flugmaschine bauen. Aber das hat sich leider als Fehler herausgestellt. Okay. Dieses Gebäude sieht sehr alt aus. Das ist es auch. Es war einmal eine Kapelle. Aber es ist nicht mehr als solche genutzt worden, seit der Priester sie vor vielen Jahren aufgegeben hat. Warum überdecken Sie denn diese alten Graffitis nicht? Graffitis? Da an der Wand. Sieht so aus, als hätten ein paar Leute ihre Namen eingeritzt.
Das sind Verweise auf Bibelstellen. Ja, das ist auch gut. Ich brauche Informationen über Bäume. Können Sie mir da helfen? Das will ich doch meinen. Der ist klein, der Typ, ne? Da drüben müsste ein Buch stehen, das sich mit genau dieser Materie befasst. Danke. Erzählt nur niemandem von dem Fernrohr. Welches Fernrohr? Das welches... Aha. Hey, kennen Sie den Bürgermeister Juan? Lasst ja meinen Jungen in Ruhe. Er hatte eine schwere Kindheit. Er ist Ihr Sohn? Sie sehen sich aber gar nicht ähnlich. Ich habe ihn adoptiert, als seine Eltern gestorben waren. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Wie sind Sie denn gestorben? Juans Vater war ein ziemlich wagemutiger Abenteurer, der gern prahlte. Er kam im alljährlichen Haifischderby ums Leben. Sie meinen... Ja, er wurde auf halber Rennstrecke von einem der Haie aufgefressen. Oh. Was für eine sinnlose Verschwendung von Leben. Das kann man wohl sagen. Ich hatte darauf gewettet, dass er noch 2 Runden durchhält. Okay. Was ist mit Juans Mutter passiert? Sie starb nur ein paar Monate später. Manche behaupten, an gebrochenem Herzen. Sie hörte einfach auf zu essen und welkte dahin. Das muss furchtbar gewesen sein für Juan. Er war noch ein kleiner Junge und er spielte dann ein wenig verrückt. Die anderen Inselbewohner waren dafür, ihn einzusperren. Also schaltete ich mich ein und nahm ihn unter meine Fittiche. Das ist cool. Plötzlich entdeckte er eine Leidenschaft fürs Lernen und verschlang innerhalb weniger Jahre all meine Bücher. Daher seine Liebe zu Kunst und Dichtung. Richtig. Aber weil er eben von den anderen Inselbewohnern getrennt aufwuchs und eine fundierte Erziehung erhielt, betrachtete man ihn ziemlich argwöhnisch. Und wo kommt Morgan dabei ins Spiel? Juan wuchs zu einem hübschen jungen Mann heran und begann natürlich, sich für Frauen zu interessieren. Obwohl er Morgan sehr verehrte, brachte er nie den Mut auf, ihr seine Gefühle zu gestehen. Dann übernahm One-Eye die Insel und seitdem ist nichts mehr, wie es einmal war. Okay. Was passierte mit den Haifischrennen? One-Eye suchte jemanden, den er als Bürgermeister einsetzen konnte und der ihm Bericht erstattete. Niemand war daran interessiert, bis Juan sich um die Stelle bewarb. Er sagte zu One-Eye, er würde es nur tun, wenn dafür Haifischrennen verboten würden. Ich nehme an, damit hat er sich nicht allzu beliebt gemacht. Die Inselbewohner haben selbst jetzt noch das Gefühl, als hätte Juan sie verraten. Okay. Warum ist One-Eye Juans Bitte nachgekommen? Aus 2 Gründen. Erstens töteten die Haie potenzielle Minenarbeiter und zweitens liebten die Inselbewohner dieses Rennen und One-Eye hat schon immer gern den anderen jeden Spaß verdorben. Aber die Inselbewohner wissen doch wohl, dass er das nur gemacht hat wegen der Geschichte mit seinem Vater. Sie weigerten sich aber, es so zu sehen. Okay. Warum finden es die Inselbewohner denn merkwürdig, dass Juan regelmäßig badet? Die wenigsten Leute hier haben je in einer Wanne gebadet. Man schwimmt kurz im Meer oder taucht im Fluss unter, um den Schmutz des Tages abzuwaschen. Und Juan? Nach dem Tode seines Vaters hat er eine unglaubliche Angst vorm Schwimmen entwickelt. Und wenn man in einer Wanne badet, ist man vor Haien sicher. Dann stimmt es also wirklich. Ein Kindheitstrauma hängt einem ein Leben lang nach. Der arme Juan. Das tut mir aber leid, muss ich sagen. Aber wir haben immer noch kein Buch. Was ist das denn jetzt? Javier hat eine beeindruckende Büchersammlung. Welches Buch könnte es denn nun sein? Eines über exotische Baumarten, denke ich.